Moins und willkommen zum neuen Video von mir, dem Chef. Heute geht es um einen kleinen Leak, zumindest wird das von vielen Leuten vermutet und von mir auch. Denn wir wissen schon lange, dass es die Skelettschiffe gibt, allerdings nur in Form von Galeonen. Jetzt ist aber im Internet ein Video aufgetaucht von einem Modell eines Schiffes, was auch eindeutig ein Skelettschiff ist, allerdings keine Galeone. In diesem Video sieht man das Modell einer Schaluppe. Und das sieht komplett nach den typischen Skelettschiffen aus. Es hat einmal die typische Galionsfiguren und auch vom ganzen Drumherum passt das einfach 1:1. Auffällig ist wieder, dass es am Heck des Schiffes eine Art Turm gibt, wo wahrscheinlich dann wieder Sniper draufstehen können, um euch das Leben schwer zu machen. Mit Auftauchen dieses Videos sind dann auch einige Spekulationen losgegangen. Warum soll es Schaluppen als Skelettschiffe geben, da sie ja deutlich leichter zu besiegen sein werden als die großen Galeonen? Eine Vermutung ist, dass so Solo-Spielern die Möglichkeit gegeben werden soll, ebenfalls die Skelettschiffe auch alleine zu machen und nicht zwangsläufig auf eine Allianz angewiesen zu sein. Das würde meiner Meinung nach auch sehr gut reinpassen. Eine zweite Idee ist, dass diese Schiffe als eine Art Patrouille vorkommen und dann einfach so auftauchen können, aber dann quasi als einzelnes Schiff und dann nicht in Form von einem Raid, wie es bei anderen Skelettschiffen der Fall sein könnte. Tatsächlich kann ich mir beides gut vorstellen, doch glaube ich eher daran, dass die Schiffe so angelegt sind, dass tatsächlich Solo-Spieler auch die Chance haben werden, einfach Raids durchzustehen, wo dann halt nur Schaluppen spawnen und die Beute dann eventuell auch ein klein wenig geringer ausfällt. Schreibt mal eure Vermutung, was das Schaluppen-Skelettschiff betrifft, unten in die Kommentare rein. Würde ich mal sehr interessieren, denn vielleicht habt ihr noch eine weitere Idee, auf die ich bislang noch nicht gestoßen bin. Und ganz zum Schluss muss ich mich noch bei Funfreaks bedanken, der mich auf das Video aufmerksam gemacht hat. Vielen lieben Dank an dieser Stelle, ohne dich hätte ich es wahrscheinlich übersehen. Das war's dann soweit von meiner Seite. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ich sehe euch an Bord, euer Chef. Thank you.